sisters. Let me hear your flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Oh. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow. He met Mama La, down in old Moulin Rouge. Strutting her stuff on the street. She said, hello, hey, Jill, you wanna give it a go? The woman, some mistake us for whores. I'm saying, why spend mine when I can spend yours? Disagree? Well, that's you, and I'm sorry. I'ma keep playing these cats out like a car. High heel shoes, getting love from the dudes. Four badass chicks from the Moulin Rouge. Hey, sisters, soul sisters, better get that dough, sisters. We drink wine with diamonds in the glass box. Sehr geehrte Damen und Herren, das war die Probenzeit von One Night of Movie. Wir hoffen, Sie haben es ebenso sehr genossen wie wir. Und wir wünschen Ihnen eine aufregende Woche mit wenig Tränen, wenig Stress und viel Spaß. Auf Wiedersehen. Hier Saxophon und Querflöte. Momentan nicht am Start. Hier können wir uns dann immer zwischen den Songs in gefühlten 5 Sekunden ein komplettes neues Kostüm anziehen. Wie Sie sehen, ist alles sehr eng. Hier teilen sich zwei Männer diesen schmalen Mittelweg und müssen sich dann immer aneinander reiben. Da vorne haben wir dann die komplette Garderobe von Band und meiner Co-Moderatorin und die Hauptaktrisen. Da darf man übrigens nicht langlaufen, weil sonst sieht man den Schatten jeweils an der Wand. Nonne, Dschungelbuch, weißer Showanzug, Dirty Dancing Kleid, ist grün zu grün, You Can Leave Your Hat On Mantel, Pocahontas, I Say A Little Prayer, zig Kostümwechsel, Flashdance, Chicago, alles vertreten. Hier rauchen wir in jeder freien Minute dann eine Kippe, wenn wir nicht gerade einen Soundcheck machen, was auch gelegentlich vorkommt. So, und jetzt geht's in die Garderobe. Die ist im Keller. Die Tür geht immer in die falsche Richtung auf. Jemand nackig? Richtig? Na, komm rein. So, hier werden die Girls schick gemacht. Ich muss jetzt auch meine Garderobe fertig aufräumen und dann muss ich in die Maske. Es geht gleich los. Tschüss. Also erstmal, ich bin die Jennifer Kravel und hieß letztes Jahr noch Schucht bei der ersten Show. Ich bin die Miterfinderin zusammen mit dem Thorsten Schmidt und ich habe diverse Alu-Funktionen wie zum Beispiel Marketing und PR, Regie, Produktionsleitung, Gesang, Tanz und ich bin die, die immer meckert.
mein bester Freund Thorsten, der Mitproduzent, der hat mit mir eine Jazzband. Und wir hatten verschiedene Konzerte im Café Rix in Neukölln gemacht und dachten, wie nett es wäre, auch mal einen Themenabend zu machen. Haben uns dann mal abends bei einem Bier zusammen hingesetzt und haben verschiedene Themenabende überlegt, die man machen könnte, wie zum Beispiel Walt Disney oder Musical und. Und kamen unter anderem auch auf die Idee, einen Filmabend zu machen. Und haben dann einige Freunde gefragt, ob die mitmachen wollen als Gastsänger, weil es ein bisschen langweilig ist mit einer Sängerin und nur einem Pianisten. Dann haben wir einen Filmabend im Café Rix gemacht, der hieß Kravel und Schmidt irgendwas. Schucht und Smith. Schucht und Smith, genau. In Anlehnung an Mr. und Mrs. Smith. Und der kam so gut an, dass uns dann der Saalbau gefragt hat, ob wir das nicht als große Show aufführen wollen. Da haben wir uns riesig gefreut und haben auch sofort zugesagt, aber wir wussten nicht, wie groß es werden würde und wie anstrengend. Ich weiß nicht, ob ich das sonst gemacht hätte, aber es macht schon viel Spaß. Also es war ja so, dass wir im Saal auftreten wollten, hieß also, wir mussten das ein bisschen aufmotzen und haben dann, wir hatten die Sänger und haben aber dann relativ schnell gemerkt, dass das Ganze nicht ohne Kostüm und nicht ohne Choreografie und ohne dies und jenes funktioniert. Und auf einmal, ohne dass wir das richtig steuern konnten, wuchs es und wuchs und wuchs und wuchs, sodass wir auf einmal 10 Leute waren, plus Dresser, plus Make-up-Artist, Fotograf, Webdesigner. Dann hingen alle möglichen Sponsoren mit drin. Und dann brauchten natürlich auch einen Tonmann und einen Videomann. Und so wurde es immer größer und immer größer. Und wir haben das große Glück, dass wir in unserem Freundes- und Bekanntenkreis so viele gute, talentierte Leute haben, die auch aus reiner Lust mitmachen. Und nur so hat es auch funktioniert. Den Moderator, ja, den liebe ich ganz dolle, das ist mein Bärchen. Und der ist auch schön braun jetzt mit der neuen Creme. Das ist ganz schön. Nee, aber die Castings habe ich sonst sehr genossen. Auf der Besetzungscouch. Den Moderator finde ich Weltklasse. Das ist der Größte. Der ist auch verdammt nett. Der sieht super aus. Kann singen und tanzen. Ist der Coolste. Ich bin Elisa und bei One Out of Movie singe ich und tanze. Ich habe Fotos gesehen im StudiVZ auf Annikas Seite und die fand ich so schön, das habe ich ihr irgendwann mal geschrieben und dann hat sie mich irgendwann angesprochen. Und da musste ich ja ziemlich viel, also ich musste erst so ein Demo abgeben und dann wurde geguckt, ob überhaupt das möglich ist und dann durfte ich aber mitmachen. Ich habe die DVD gesehen, deswegen war ja klar, was daraus wird, aber ich habe bis jetzt, glaube ich, nicht die richtige Vorstellung davon, wie es dann auf der Bühne ist. Es kommt dann in einer Woche. Na, vieles läuft ja. Für den Singen habe ich keine Angst. Und ich habe, also, mein erstes Ding, was ich alleine habe, ist der Tanz. Und das, weil ich normal nicht tanze, ist das schon sowas, wo ich denke, oh Gott, alleine auf der Bühne. Und dann sitzen da Tänzer im Publikum und die wissen, dass man das nicht so richtig gut macht und so. Und da habe ich ein bisschen Schiss, ja. Ich bin Silke, man nennt mich auch Christina gelegentlich. Und ich mache die Moderation bei One Night of Movie und singe auch. Ich kenne die Produzenten persönlich und wir haben uns kennengelernt bei einer anderen Musical-Produktion vor, ich glaube, 3 oder 4 Jahren. Und da haben wir uns kennen und lieben gelernt und seitdem machen wir Musik gemeinsam. Und jeder, der mich kennt, weiß, ich hasse Anstrengung, die mit Sport zusammenhängt. Ja, also es ist schon der anspruchsvollere Teil, definitiv. Vor allem singen und tanzen. Mein Name ist Marco und ich mache bei One Night of Movie die Moderation und habe hier und da auch einen kleinen Auftritt, wo ich was mit zusinge oder im Hintergrund tanze. Ja, ich kenne die Produzenten natürlich und auch Vitamin B. Ich bin inzwischen mit der Produzentin verheiratet und der Produzent ist mein bester Freund. Und als die Geburtsstunde von One Night of Movie war, als es eigentlich nur ein ursprünglicher Liederabend war mit dem Motto, wir singen Filmsongs, da fand das im Café statt, wo ich damals gearbeitet habe, beziehungsweise auch heute noch arbeite, während meines Studiums. Und
Ja, dann haben die gesagt, da macht man eine komplette Bühnenshow raus und hat mich gefragt, ob ich nicht die Moderation übernehmen möchte. Das heißt, für dich gab es auch kein Casting? Nö, irgendwie stand das für alle anderen schon im Vorfeld fest. Und ich habe gesagt, nur wenn ich auch was singen darf. Da mich da rein gezweckt. Durch die Bank weg positiv, positive Entwicklung. Also wir haben 2 neue Leute hinzubekommen, 3 neue Leute sogar, weil ich moderiere dieses Jahr halt nicht alleine, sondern habe mir eine ganz charmante Co-Moderatorin dazu organisiert, die Silke. Und das macht ganz viel Spaß, das auch mit ihr zusammen zu machen. Und die neuen Leute, die im Team sind, sind einfach auch total klasse, ist ganz entspanntes Proben und es macht einfach nur Spaß. Ich glaube, es ist einen ganzen Hauch professioneller als im Jahr davor, weil wir auch mehr Ehrgeiz haben diesmal. Dieser erste Moment, dass ich jetzt erst da draußen bin, ist so, also es passt, glaube ich, auch zu der Moderatorenrolle irgendwie, weil ich so ein bisschen als roter Faden mit Zirke durch die Show gehe und dann bin ich am Anfang auf der Bühne. Es ist aufregend, weil du weißt genau, ich bin der erste Ton, das erste Wort und so, ist schwierig. Aber es macht auch Spaß, gibt dem Ganzen halt eine Besonderheit. Also ich glaube, das Herz liegt mehr beim Gesang. Und ich weiß nicht, wo jetzt das Können mehr liegt. Und bin froh, dass ich hier und da halt mitwirken kann, auch bei den Chorsätzen und so, obwohl das Schweine anstrengend war. Also mehr Herz liegt beim Singen. Aber es ist halt schön, ich habe bei der letzten Show gelernt oder auch das Feedback bekommen, wie wichtig die Moderation auch ist. Ich bin Flo, bin bei One of Movie Bassist. Und Geige bei einigen Songs. Und im Vorfeld bin ich dafür zuständig für die ganzen Grafikdesigns, wie Flyer, Plakate, Einkleber, Anzeigen und Werbung im Cinemax zum Beispiel. Und zusammen mit Thorsten programmiere ich die Klicks und die Samples, die wir während der Show mit einspielen. Wie bin ich zu One of Movie gekommen? Ja. Ich glaube, das war die Frage mal ausreichend. War nicht so interessant. Über Thorsten, kenne ich jetzt schon ziemlich lange. Den habe ich damals das erste Mal gesehen im Kulturhaus Spandau. Da war er Tontechniker. Und da haben wir uns zum ersten Mal gesehen, noch nicht viel Kontakt gehabt. Und ja, später haben wir uns bei mehreren Musical-Produktionen wieder getroffen, bei Vibrations, bei der dritten Welle. Einmal ganz oben haben wir zusammen gespielt, da waren wir auch auf Tour. Mein Name ist Thorsten Schmidt und ich bin Produzent und musikalischer Leiter von One Night of Movie. Also die Proben laufen hervorragend. Wir sind sehr tight im Timeplan, kann man tight sagen, Timeplan. Auf jeden Fall sind wir das. Es burnt. Nein, es ist super. Also mir macht es so viel Spaß, mit den Leuten zu proben, weil ich glaube, ich habe die beste Band auf der ganzen Welt und die mir hilft mit Arrangements, mit Engagement, mit einfach mit ihrem Instrumentenspiel. Die sind sowas von geil drauf. Ja, also als wir vor einem Jahr One Night of Movie schon mal aufgeführt hatten, hatten wir 3 Shows, da haben wir circa 2,5 Monate oder 3 Monate für geprobt und das war alles so auf dem letzten Drücker und ja, das war so mit der heißen Nadel alles zusammengeflickt. Mein Favorite aus der Show, schwierig zu sagen. Also, natürlich ist es was super Besonderes und es macht echt super viel Spaß, wenn ich von meinem Klavier aufstehen darf und den Affen machen kann. Darf ich noch was singen?